Schieß die mal weg. Die ärgern mich. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Balliste, bereit, Milo. Hallo. Mehr Leute draufsetzen. Der hier muss auf jeden Fall als nächstes weg. Das ist so nervig. Der hat aber irgendwie eine schlechte Produktion, habe ich das Gefühl. Der produziert nämlich nicht richtig. Wie steht's mit... Ja, gelb. Gelb scheint der stärkste zu sein. Der hat auch eine richtige Produktion, aber blau könnte ich dann als nächstes weghauen. Ich glaube, das ist das, was mir hier den Arsch rettet, dass die einfach keine Produktion haben. Der hat drei Torhäuser. Okay, der innere Verteidigungsring ist wirklich sinnlos. Der hat wirklich bloß hier vorne Verteidigung, ansonsten hier hinten, das ist alles Mauer und sonst gar nichts. Da kann man einfach durchrennen. Da ist seine ganze Verteidigung da vorne. Die mache ich platt. Wir verlieren ein bisschen Gold. Das Volk liebt euch, mein Lord. Eine Nachricht vom Wolf. Dafür werde ich mich rächen. Da bin ich mal gespannt, wie du dich dafür rächen willst. So, wir haben zwar die Schwächeren, aber es sind halt deutlich mehr. Das ist immer ein Problem bei denen, die werden davon halt so extrem lang gebündelt. Kommt. Den König schafft er. Das war's. Eine Nachricht vom Wolf. Nur zu, tötet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Dann knie halt in Stücken, ist mir auch egal. So, den haben wir geschafft. Wir bauen mal eine Waffenkammer, damit diese ganzen Waffen da oben nicht da liegen. Die nerven mich nämlich ein bisschen. Der Angriff von Gelb ist aber relativ sinnlos. Und die Mangen haben, die Katapulte haben glücklicherweise kein richtiges Ziel. Der Grund ist, wir haben einfach keine Türme. Ich glaube, damit kommt er nicht klar, dass ich keine Türme baue. Oh, wir sollten ein Stück zurückgehen, denn die Mangen schießen uns. Das ist nicht so schön. Komm, meine armen Pferde. Ja, ich muss gestehen, das ist schon sehr nervig. Der zweitgrößte Herrscher. Das Volk liebt euch, mein Lord. Wenn wir jetzt noch Religion mit 1 hätten, dann hätten wir ausgeglichene Diese Rationen sind kärglich. Wir wollen mehr. Allerdings, ich kann ja eigentlich nirgendwo was hinbauen, das wird ja alles kaputt gemacht sofort. Solange der da ist. Außer ich baue es mal hier hinten. Mal sehen, was passiert, wenn ich das hier hinten baue. Muss ja nur da sein, muss ja keinen Sinn erfüllen. Das Volk liebt Vielleicht euch, lassen sie es ja ganz. Ich habe haufenweise, also ich ernähre meine Leute primär mit Obst. Verkaufen wir das Obst doch einfach mal. Haben wir auch wieder Geld. Ah, der hat wieder Rinder bei uns reingeschmissen. Biologische Kriegsführung des Mittelalters. Wo soll ich die Körper in die Burg schleudern und hoffen, dass da Krankheiten auftreten? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wurde auch mit Pestleichen gemacht. Und anderen Sachen. Hauptsache, die waren krank und zwar höchst ansteckend. Wir werden überfallen! Ja, ja, von hier aus. So, wir haben schon wieder 76 Reiter. Blau könnte ich damit... Blau hat keine Einheiten. Ich überrenne jetzt Blau. Blau hat keine Soldaten. Ich weiß nicht warum. Ist ja auch egal. Es freut mich ja natürlich. Der hat auch die Ballisten ja nicht besetzt. Was mir lieber wäre, als wenn die Mangen besetzt sind, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, er hat sie jedenfalls nicht. Es könnte sein, dass wir trotzdem verlieren, weil unsere Einheiten schwer verletzt sind. Aber... Dann sind vielleicht die Mangen ein bisschen beschäftigt.
Alpha da Sotani. Eine Nachricht vom Wolf. Sollte ich euch tatsächlich unterschätzt haben? Ich hab mich auf 1 gelegt, fällt mir grad ein. Zum Ofen? Er hat ein Klavier. Okay, die Mangel ist schon mal weg. Alpha da Sotani. Diesmal noch die Bogenschützen ein bisschen weg und die Armbrustschützen. Auf jeden Fall, eine Seite haben wir schon mal kaputt. Und die Armbrustschützen halten halt also immer so extrem viel aus wegen ihrem blöden Lederrüstung. Die haben zwar ein bisschen weniger Reichweite als die normalen Bogenschützen, aber das gleicht sich aus, dadurch, dass sie halt ordentlich reinhauen und ordentlich viel aushalten. Ich muss gestehen, das sind die schlimmeren Verteidiger. Die schlecht, aber ich finde sie als Angreifer schlechter. So, wenn wir die Mangel jetzt auch noch weg haben. Die Mangel ist weg. Müssten wir es eigentlich jetzt soweit haben. Das Blau jetzt auch weg ist. Also, im Grunde ist Blau jetzt erledigt. Das war seine gesamte Verteidigung. Er hat keine Verteidigung mehr. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Baut eine riesengroße Festung und die hat er für sich allein. Toll. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich anfangen, mit Nahkämpfern anzurücken. Frage ist, mit welchen Nahkämpfern greifen wir an? Ich habe leider nicht genug Geld, um das alles mit Streitkampfkämpfern zu machen. Also müssen die arabischen Schwertkämpfer herhalten. Hm, Geld wird wirklich eine harte Nuss. Okay, er hat seine Türme neu besetzt. Mehr oder weniger. Hoffentlich habe ich ihn jetzt nicht dazu ermutigt, Truppen auszubilden, das wäre schlecht. Denn es fängt dann an, eine Welle zu graben und sowas. Ich habe ihn irgendwie aus seiner Lethargie gerissen. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. So, am besten ich lasse die jetzt hier hin und her reiten. Ich weiß nicht, ich werde viele brauchen, weil der wird überall Fallen gesetzt haben, bin ich mir sicher. Allerdings reicht es wahrscheinlich schon, wenn ich ein, zwei Türme einreiße, Torhäuser. Er hat seine, vor allem hat der Typ auch seine gesamte Produktion außerhalb. Und wenn ein Tor geschlossen ist, kriegt er gar nichts mehr, oder? Kommen die doch irgendwie rein? Wie kommt denn die Ochsen hier auf sie rein? Ich habe keine Ahnung. An und für sich, rein verteidigungsmäßig ist das schon ziemlich cool. Aber das Problem ist, du hast ja nicht nur eine Verteidigung, du brauchst ja auch eine Produktion. Und wenn deine Produktion alles außerhalb ist, ist das natürlich sehr blöd. Ja, ich könnte es auch mit Katapulten einhauen. Allerdings kosten die Felsen. Da sind doch garantiert wieder... Oh, hoffentlich bauen die jetzt hier nicht überall Wasserkleben. Eine Nachricht vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater.
Eine Nachricht vom Wolf. Sollte ich euch tatsächlich unterschätzt haben? Wir werden überfallen. Keine Ahnung, wo der den her. Es kann aber sein, dass ich da wirklich nicht rankomme aktuell. Vielleicht kann ich ein paar Sklaven ausbilden, die das zuschütten für mich. Da wehrt man sie ja. Genau. Pass mal auf, dass sie nicht irgendwas anfackeln hier, sonst machen die mehr Probleme als Nutzen. 75 Leute. Keine Ahnung wo, aber Herze. Ich hoffe, kann er anscheinend nichts weggraben. Oh, doch, kann er. Oh, was soll denn der Scheiß? Irgendwann haben wir die. Die großen Torhäuser lassen sich halt nicht so leicht einreißen. So ein indirekter Beschuss ist halt echt schlecht, weil dann trifft man so gut wie nicht. Mann, warum haben wir so Obst? Wohlgemerkt, wir haben keinen Angstfaktor-Bonus irgendwie. Das ist der reine Produktion, mit der wir das hier machen. Wir hätten uns Angstfaktor anfangs auch nicht erlauben können. Ja, kann auch ein paar weg. Die Briten im Bogenschützen kann ich eh immer nutzen. Eine Nachricht vom Wolf. Dafür werde ich mich rächen. Bin ich mal gespannt. Ah, sie kommt dran, okay. Okay, schießt die mal lieber weg, ehe die rankommen. Ich hole mir noch mehr Berittene. Es werden Rekruten benötigt sein. Wo ist denn der König? Ich sehe ihn auch gar nicht. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Ich brauch mehr von denen. الحصان سريع خيولنا جاهزة إلى أن تتوجه ما هو رهانك سنحفر Flughafen. الحصان سريع wir haben König sogar aktiviert, super. So muss das sein. Denn da hören sie überhaupt nicht auf zu schießen, bis der König natürlich tot ist, und das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren. أعيش في خدمتكم. بالتأكيد أمرك ليهجم المبارزون بأمرك سننتصر noch mehr. Gut ist, er wehrt sich so nicht, aber wenn wir nicht nah genug dran sind. Und er verliert trotzdem die Armbrustschützen. Und das relativ rapide. Weil es wird wirklich wahllos irgendwas getroffen. Und das ist meistens nicht die Einheit, auf die man schießt. So könnte man es auf jeden Fall packen. Auch wenn es lange dauert. Ihr habt nicht genügend Güter. Also so gesehen läuft die Verteidigung doch auch ganz gut, oder? Zumindest bis der einen Angriff macht. Wenn der einen Angriff macht, das wird, glaube ich, ein großer Angriff. Das nächste Mal. Vielleicht haben wir Glück und wir schaffen bis dahin, ihn hier loszuwerden. Der hat mittlerweile schon 200 Einheiten, der Gegner. Und das sind halt sehr, sehr viele. Und das wird noch viel schlimmer, wenn ich die dann besiegen muss. Er bildet Bogenschützen aus, das bringt aber nichts. Eine Nachricht vom Wolf.
Bald werdet ihr sehen, was Krieg wirklich bedeutet. Ja, da hab ich Angst vor. Seht, wie die Mauern fallen. Schieß sie weg. Ach komm, die haben noch keine Chance, oder? Schafft ihr den? Geld wird mir auf jeden Fall Probleme machen, das weiß ich. Ich krieg mal den ja auch noch. Genau. Meine Rede. Sag ich auch immer. Okay, da kommen die Armbrustschützen. Wir werden wieder unsere Guerilla-Taktik einsetzen müssen. Mist, der hat die Holzfalle heute abgerissen. So. Ach, Feuerballisten hat er auch noch. Wenn ich den Angriff abgeschlagen... Oh, super. Genau das wünsche ich mir immer. Dass das auch mal passiert. Ah, ich glaube, unsere Defensive ist gar nicht so schlecht. Weg da. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Weg mit dem Ding. Feuer kann ich ihn mal überhaupt nicht gebrauchen. Vor denen habe ich jetzt weniger Angst. Genau. Wenn du das zugegraben hast, dann kann man auch durch. Nein! Nein! Kann man sehen, wie man will, die kommen einfach nicht gegen Feuerballisten an. Vielleicht hole ich mir noch ein paar. Vielleicht soll ich auch ein paar von denen hier wieder hochstellen, falls doch mal wieder eine Rüstung, was ist denn jetzt passiert? Ernsthaft, was ist jetzt passiert? Er hat doch gar keine Feuerballiste mehr. Wir werden überfallen! Balliste, bereit, mein Lord! Balliste, bereit, mein Lord! Weg da, haltet weg! Sind sie an meinen Feuerballisten dran? Ach, sollen sie doch. Eine Nachricht vom Wolf! Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole mir euren Kopf! Dann streng dich mal an. Maulai. Was wünscht ihr? Ziel ist sortiert. Mustahil.
Angriff. Na, sind doch ganz gut durchgekommen. Brauch ein paar Sklaven. So sieht's aus. Die Araber sind sich halt zu fein, da ein bisschen rumzugraben. Und wir gehen jetzt einfach weg und überlassen den sein Schicksal. Irgendwann wird er besiegt. Ich sollte mal ein paar Sachen hier nachbauen. Eine Nachricht vom Wolf. Könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vor...